Patrick Lange bei der Challenge Rot. Das hört sich für uns ungewohnt an. Du standst in den letzten Jahren hier nie so richtig immer als einer derjenigen, der gehandelt wurde. Wie fühlt sich das für dich an, jetzt hier in Rot am Start zu stehen? Schön, endlich. Ist natürlich für mich auch ein Rennen, was schon immer ganz oben auf der Liste stand. Und ich glaube, es ist jetzt die einzige denkbare Variante irgendwie gewesen. Es hat für mich keine 2-3 Minuten gedauert, als ich mit Björn das sozusagen sofort festgezurrt habe, dass die Reise nach Rot geht, und ich freue mich extrem. Du warst ja eigentlich schon unterwegs dieses Jahr, du hast ja deine Langdistanzform in Tulsa schon bewiesen, aber du wolltest auf jeden Fall jetzt nochmal deine Chance nutzen, um nochmal eine Langdistanz zu machen? Auf jeden Fall, ich habe den ganzen Sommer hart trainiert, wie alle anderen Profikollegen auch, und irgendwo muss die Form ja hin. Und ich glaube, es ist eine mega tolle Chance, einfach hier auch den Triathlon-Fans in Deutschland was zurückzugeben. Ich glaube, das Event unter dem Hygienekonzept wird trotzdem ein Mega-Erfolg. Ich glaube, es ist eine super Übertragung angesetzt, und also es fühlt sich einfach an, als gehöre ich hierher und müsste hier sein, und ich kann es deswegen wirklich kaum erwarten. Du hast gesagt, du hast fleißig trainiert. Das hat man auch gesehen, wenn man deine Social-Media-Kanäle verfolgt hat, hat man dich wahnsinnig viel auf dem Rad gesehen, in den Bergen, mit Radprofis trainierend, immer wieder die Pässe hoch. Und man hat auch in den Rennen gesehen, dass das offensichtlich auch was mit deiner Radperformance gemacht hat. Also du bist sehr, sehr stark aufgetreten dieses Jahr beim Radfahren. Nimm uns mal mit, wenn es mich der Eindruck nicht trügt, hast du da stark dann gearbeitet an deiner Radperformance? Was waren die Gedanken dahinter? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben natürlich einen Schwerpunkt da gelegt. Das Umfeld gibt es aber auch einfach her bei mir. Die Berge, die Trainingsgruppe ist einfach von Haus aus einfach eine Gruppe, die mich nur hat weiterbringen können. Und dadurch ist der Schwerpunkt eigentlich mehr oder weniger automatisch gefallen. Wichtig war dabei, keine anderen Stärken einzubüßen natürlich. Und es ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Der Marathon in Tulsa hat bewiesen, dass ich immer noch relativ fix auf den Beinen bin, aber auch eben, dass mit mir jetzt deutlich mehr zu rechnen ist beim Radfahren. Meine taktischen Möglichkeiten sind einfach gewachsen, und ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ich irgendwie vorher ein schlechter Radfahrer gewesen bin, sondern einfach da ein größeres Potenzial eben jetzt ausgeschöpft habe, und es ist natürlich auch ein jahrelanger Prozess, der jetzt anfängt zu greifen einfach. Wir arbeiten jetzt, also ich arbeite jetzt mit Björn seit Ende 2019. Wir haben auch viele Veränderungen gemacht innerhalb des Teams. Es gibt ein Bike-Fitting, was natürlich auch immer eine Zeit braucht zum Greifen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo man dafür die Ernte irgendwie einfahren kann. Und ja, das ist natürlich cool, dann noch so einen Joker im Rücken zu haben. Du hast Tulsa angesprochen, dein Marathon da, sehr beeindruckendes, ja, wenn man es so nennen will, Comeback geliefert nach der langen Zeit ohne Langdistanz. Wo siehst du dich jetzt hier? Wir haben ein sehr, sehr starkes Feld, aber keiner wollte sich so richtig den Favoritenschuh anziehen. Ich habe bei dir irgendwie das Gefühl gehabt, du warst derjenige, der noch das am wenigsten weit von sich weggeschoben hat. Bist du der Favorit fürs Wochenende? Wenn man sich die Vorleistungen anschaut, bin ich der Favorit. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Mit dem angesprochenen Ergebnis in Tulsa. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Jungs auch gar keine richtige Chance hatten, sich zu zeigen. Sebi war verletzt, Andi hatte auch einen kleinen Durchhänger. Und ich meine, über die Jahre bin ich jetzt auch langsam gewöhnt. Ich ziehe mir gerne den Favoritenschuh an, wenn ihr das wollt. Ich kann damit umgehen. Am Ende des Tages, weißt du genau, es ist am Wochenende, am Sonntag, ist es eigentlich egal, wer jetzt als Favorit vorher gehandelt wird, sondern ich glaube, wir racen alle so hart wie es geht. Da wird kein Auge trocken bleiben. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Es ist ein langer Tag für alle. Und ich freue mich einfach drauf. Du hast Sebastian Kienle angesprochen. Am Wochenende wartet ja noch Teamkollegen beim Collins Cup. Jetzt müsst ihr wieder umswitchen auf die Konkurrentenrolle. Fiel das dir einfach? Oh Frank, dir ist da was hingefallen. Lass mal liegen. Also vor allen Dingen muss man, glaube ich, diese
überspitzte Konkurrenzsituation der letzten Jahre einfach mal ad acta legen. Wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns zum Abendessen getroffen und ich bin froh, dass wir uns jetzt wieder auf einer auf Augenhöhe wirklich begegnen können und ja, das ist einfach cool. Ich glaube, wir sind verbunden in der Leidenschaft für einen geilen Triathlonsport und den wollen wir am Wochenende zeigen. Einer, auf den du jetzt wieder triffst, ist Braden Curry, der ja zu deinem Match gehörte im Collins Cup. Wie schätzt du ihn ein hier und wird das eine besondere Begegnung? Ja, für mich ist eigentlich Braden der eigentliche Favorit hier. Er hat nichts zu verlieren. Er ist hier komplett auch, er kann befreit auflaufen. Er wird unter dem Radar fliegen und er ist ein sauschneller Schwimmer. Das hat man, glaube ich, gesehen. Wir haben die beiden schnellsten Schwimmzeiten beim Collins Cup absolviert. Von daher wird er auf jeden Fall erstmal vorne sein. Nick Kastelein haben wir hier in der Runde auch noch gar nicht besprochen. Er ist auch ein Athlet, der sicherlich von vorne weg versuchen wird, dem Rennen seinen Stempel aufzudrücken. Von daher, er wird definitiv ein Faktor sein. Man muss sehen, wie wir alle den Collins Cup eben auch verpackt haben. Es wird sicherlich spannend, aber ich habe ihn auf jeden Fall auf der Rechnung. Björn Geesmann, dein Coach, unser Coach als Power and Pacer, kann man ja sagen, kommt hier als Coach-Sieger schon her. Er war der Trainer von Daniela Bleimehl, als sie hier gewonnen hat. Was hat er dir mitgegeben jetzt hier so als Auftrag? Ja, genau das. Also die Messlatte liegt hoch. Er ist hier ungeschlagen als Coach. Dann ist es ja so, dass in Rot immer noch Homestays verteilt werden. Und mir ist dann auch so ganz subtil gestern Abend beim Abendessen dann gesagt worden, ja, und übrigens Chrissy Wellington hat hier bei uns übernachtet und Lucy Charles, als sie gewonnen hat, hat hier bei uns übernachtet. Wir wollen ja nicht den Druck aufbauen, aber bis jetzt haben alle gewonnen. So. Ja, aber ist ja cool. Ich glaube, das steigert nur die Motivation. Von der Erfahrung kann ich dann profitieren. Alles klar, wir werden sehen, wofür die Macht des Homestays am Wochenende reicht. Vielen Dank, Patrick Lange. Sehr gerne, vielen Dank.